Eigentlich habe ich in dieser Folge auch noch geplant, dass wir bei dem Stall hier, den ich hier so baue, auch noch weiterbauen würde. Ich werde jetzt noch die Tiere so ein bisschen füttern und dann bauen wir jetzt einfach hier weiter. Wir suchen jetzt einfach mal nach so roten Blumen und machen daraus roten Farbstoff. Jo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Let's Play Minecraft. Und ja, letztes Mal haben wir das zweite Stockwerk fast fertig gehabt. Also wir haben halt so die Decke gemacht und das einzige, was hier fehlt, sind nur so ein paar, ja, so Möbel, so Deko. Aber sonst ist eigentlich fast fertig, weil wir haben ja schon das Dach fertig und ja. Und wir machen schon mal weiter. Oh, es wird wieder dunkel. Oh, es wird wieder dunkel. Okay. Auf jeden Fall habe ich schon offscreen so ein bisschen was gemacht. Ich habe offscreen schon mal die Windmühle wieder mal fertig gemacht. Wir haben es schon mal in einer älteren Folge fertig gemacht, aber das war in einem Spielstand, den ich vergessen habe zu speichern, bevor mein alter PC kaputt war. Und ich spiele jetzt gerade auf, sagen wir so, demselben Spielstand, aber nur, sagen wir so ein paar Wochen oder vielleicht auch so Monats älter. Ja. Aber wir schlafen jetzt aber ein. Und ja, ich habe ja auch Game Mode 2 benutzt. Ich meine Game Mode 1, auch bekannt Kreativmodus benutzt. Aber nur weil ich das Ganze eigentlich schon gemacht habe und. Oh, ich habe auch. Ich habe das hier übersehen. Aha. Werde ich aber auch offscreen machen, weil das haben wir in einer anderen Folge auch schon gemacht. Und ja. Dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Und im Kreativmodus, da habe ich auch diesen Bug gefixt, wo die Hunde nicht aufstehen konnten. Also, ja. Ich erkläre jetzt einfach nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe es einfach mal gefixt. Jetzt können jetzt die Hunde auch zu mir laufen. Super. Gut. Und ich mach noch zwei Truhen, weil dort, wo ich Weizen sammle, da möchte ich noch zwei Truhen hinstellen, damit ich hier immer das Weizen und die Samen und so andere Sachen, die man in die Erde so reinpflanzen kann, hier hinmache und so. Ich glaube, wir nehmen jetzt einen unserer Hunde mit. Ich nehme jetzt einfach mal, ja, die Lilly mit. Die nehmen wir jetzt einfach mit. Und ich kann jetzt eigentlich meine Hunde auch paaren, weil sie jetzt aufstehen können. Was echt gut ist. Ja. Da, das meinte ich. Dort, wo ich immer das Weizen hole. Ich stelle die Truhe einfach hier hin. Ich würde mal so bald so, ja, so eine Glasmauer hier hinbauen. Also ein ganzes Glashaus, damit es gut aussieht und sowas passt halt gut dazu. In dieser Folge werden wir zwar hier kein Glas hinbauen, aber ich werde schon bald machen. Ja. Dann sammeln wir uns mal das Ganze ein.
So. Jetzt pflanze ich mal diese Weizenkörner, also zusammen hin. Ah, die heißen eh Weizenkörner. Okay. Und zack. Gut. Dann haben wir mal wieder was hingepflanzt. Und das mit dem Wasser so war wirklich eine kreative Idee. Ah, da ist noch was übergeblieben. Ja. Ich glaube, wir füttern unsere Schafe mal damit und ich füttere jetzt auch mal die Hühner. So, zuerst füttern wir jetzt die Hühner, damit die sich mal so paaren können. Wow! Mist. Scheiße. Okay, ich brich jetzt mal eine Mauer. Ich muss jetzt mal was bauen. Voila. Warum strömt das Wasser hier so? Das ist so ein Problem, das muss ich mir mal so ansehen. Wisst ihr was? Ich hole jetzt einen Eimer und behebe mal dieses Problem. Ja. Und ich habe hier auch noch bei der Windmühle Fackeln hingemacht. Oh, Höhlengeräusch. Das Geräusch einer Höhle. Ja, eigentlich auch klar, weil da unten ist ja so eine Schlucht und ja. Und da bist du. Ja. Und so Hunde sind auch praktisch, weil dann kann man so Tiere besser jagen. Und natürlich auch noch so Monster, aber Monster können ihnen ja auch schaden. Mal sehen, habe ich hier so einen Eimer? Ich sehe dir gerade keinen. Ja, da müssen wir uns mal einen machen. Ja, ich habe ja auch so Eisen und so etwas Fleisch gemacht. Super. Da ist Wasser. Ja, das nehmen wir uns einfach. Und wir suchen jetzt das Problem zu beheben. Okay. Und da ist auch noch was. Okay. Tja, das ist so verwirrend.
Aber ich versuche einfach mal das Ganze zu schaffen. Okay. Dann werfe ich mal was rein und sehe nach, ob es eh funktioniert. Okay, ich glaube, es funktioniert. Ich habe zwar den Weizenkorn nicht zurückbekommen, aber da waren noch Eier von Hühnern. Also eigentlich sollte es doch funktionieren. Naja, ich füttere die jetzt einfach mal. Ich glaube, das waren schon alle. Gut. Und wenn ich jetzt lange nichts, wenn jetzt da lang nichts kommt, dann muss ich halt da irgendwas noch so was da reparieren, aber sehen wir mal einen anderen Mal nach. Wie lange ist schon die Folge? 10 Minuten? Boah, die Zeit vergeht. Die Folge ist schon 10 Minuten lang. Eigentlich habe ich in dieser Folge auch noch geplant, dass wir bei dem Stall hier, den ich hier so baue, auch noch weiterbauen würde. Jetzt noch die Tiere so ein bisschen füttern und dann bauen wir jetzt einfach hier weiter. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt einfach mal schlafen. Und dann holen wir uns Wolle, damit wir weiterbauen können, weil wir jetzt mal so diesen Stall hier, so die Wände von diesem Stall so, ja, rot und weiß machen. Oder war das nur so rot? Ich weiß nicht, wie ich das so geplant hatte. Ich glaube, wir machen jetzt mal hier so. Ja, wir machen jetzt mal so rote Wolle und bauen jetzt weiter. Und dann werden wir schon mal sehen. Aber ich muss jetzt mal wirklich. Jetzt mal wirklich eine zweite Truhe. Ich glaube, da stellen wir noch eine hin. So. Dann packen wir so mal so ein paar Sachen ein. Obwohl, das kann ich in dieser anderen Truhe da draußen hier machen. Ja, okay, die Samen könnte ich da auch hier machen, aber bis was, Leute, ich mach's erst später dahin. Wir tun jetzt erstmal das Ganze da rein. Pulver. Perfekt. Steht gerade vor der Tür ein Skelett. Ich höre nämlich eins. Mann, geschafft. Oh yeah.
So. Dann brauchen wir uns so rote Blumen, um die Wolle auch rot zu färben. Hier sind welche. Hier auch welche. Auch welche. Oh. Da ist noch ein Huhn. Das töte ich jetzt einfach mal. Ja. Also wir werden später schon noch so andere Tiere wie Hühner und Kühe zuchten. Ja, das wollte ich sagen. Also halt, dass wir die auch hier im Stall hinmachen. Aber erst später. Also es gibt viel zu tun, was wir später machen werden. Und da holen wir uns jetzt mal mehr so roten Farbstoff. Oh yeah. Jetzt mal Hunger. So, ich schneide jetzt mal die Wolle von diesem Schaf ab. Weil wir brauchen noch mehr Wolle dafür. Gut, wir haben 18 Stück roten Farbstoff und wir haben auch noch viele Schafe, die wir scheren können. Also ich bin sicher, wir werden das schon schaffen. Gut. Ich glaube, ich kann Wolle, die schon gefärbt sind, nicht mehr färben. Ja. Ich tue das jetzt einfach dahin. Und dann. Nein. Oh, jetzt sind manche geflogen. Ja. Jetzt habe ich gerade keinen Weizen. Warte, ich habe sie in der Truhe. Oh. Was macht eine Spinne? Was macht eine Spinne hier? So, da ist das Weizen. Ah, da seid ihr Schafe. So, jetzt kommt wieder rein. So, jetzt kommt rein. Nein, reinkommen sollst du. Hallo. Hey. Ja, komm. Komm rein. Komm rein. Ja, jetzt aber. Gut. Thank you.
Dann können wir auch weitermachen. Ach, hier ist ja keine Wolle mehr. Oh, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Alter. Oh, wisst ihr was? Ich töte mal das Schaf. So. So. Ah, ich habe hier eh rote Wolle da. Ich habe gerade nur die rote Wolle nicht mehr gesehen. Ah, ich Dummchen. Naja. Jetzt weiß ich aber. Oh, ich war ja blind. Jetzt brauchen wir wieder roten Farbstoff. Jetzt brauche ich wieder roten Farbstoff. Die Sonne geht unter. Ja, die Sonne geht unter. Dann stehe ich jetzt mal so ein paar Schafe, die ich hier sehe, und dann gehen wir ins Bild und dann suchen wir weiter nach roten Farbstoff. Und die Sonne geht unter, wir müssen schnell wieder rein. Und ich kann jetzt einschlafen. Hey Leute, danke fürs Zusehen. Das Video ist jetzt zu Ende. Und falls ihr euch fragt, warum ich in der Aufnahme nicht sagte, dass das Video schon mal zu Ende ist, weil die Aufnahme war so über, ja, so 30 Minuten lang, also halt so, um genau zu sein, 34 oder 36 Minuten lang. Und es war wirklich zu lang und ja. Deshalb mache ich es jetzt einfach so. Diese 20 Minuten da, die ihr hier seht, kommt jetzt in dieser Folge. Und der Rest kommt in der nächsten Folge und dann werde ich nochmal aufnehmen. Auf jeden Fall wird die nächste Folge schon mal spannend werden. Weil da wird schon mal was Spannendes passieren und tja. Dann sehen wir uns mal. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.